Terroristen oder Durchgeknallte wird es immer geben, egal aus welcher politischen Richtung oder religiösen Richtung. Ganz kurz kam so der Gedanke, so, boah, krass, jetzt bin ich in einer Großstadt. Und, aber das war so eine Millisekunde und habe mich auch gleich dazu gezwungen, jetzt nicht mehr so zu denken. Ich bin freier Mensch, ich habe keine Angst. Wozu Angst? Wozu? Ich fühle mich ein bisschen bedroht dadurch, dass tatsächlich irgendwie die Möglichkeit besteht, dass rechte Parteien eher wieder mehr gewählt werden. Das finde ich schon ein bisschen bedrohlich. Mir fällt keine Angst ein, nee. Ich habe keine Angst. Ich gehe hier wunderbar gerne durch Altona und fühle mich herrlich sicher. Ich finde es wunderbar, Multikulti, super. Ja, also Angst haben wir eigentlich nicht. Also ich habe auch gar keine Angst. Ich finde es eher lächerlich, wenn man da jetzt sich irgendwas, wenn man sich da beeinflussen lässt. Verrückt macht, ja. Von irgendwelchen Medien. Das Thema Angst rückt immer mehr in die politische Debatte. Wie sieht's aus in der Realität? Haben Sie vor irgendwas Angst? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir so noch nicht die Gedanken drum gemacht. Ich denke einfach mal, wenn man sein Leben ganz normal lebt, besteht eigentlich keine Angst. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich so rechtsradikale Parteien durchsetzen in Deutschland, in die Parlamente gelangen, und ja, davor habe ich Angst. Alles, was Leute nicht kontrollieren und einschätzen können, führt zu Unsicherheit, und da suchen sie irgendjemanden. Was meinen Sie konkret? Nicht einschätzen können? Die Terroranschläge, den Islam? Nein, nicht die Terroranschläge, sondern dass die Welt auch globaler wird. Also in letzter Zeit, dadurch, dass diese ganzen Anschläge passiert sind, auch in Frankreich und auch in Deutschland, habe ich schon irgendwie, denke ich schon viel darüber nach, wenn ich irgendwie rausgehe, habe ich schon manchmal irgendwie Angst, dass da irgendwas passiert. Also da ich jemanden kenne, der in Brüssel wohnt tatsächlich, habe ich mir schon erstmal Gedanken gemacht und dachte, okay, es ist doch ziemlich nah dran sozusagen. Also Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber dass ich jetzt wirklich Angst hatte, dass hier irgendwas passiert, eigentlich nicht. Anfänglich ja. Aber im Grunde genommen, dann kommt die Normalität. Man vergisst es fast wieder. Nein, also ich kann für mich sagen, dass ich also nicht wirklich mit Angst unterwegs bin. Ganz normal. Ich denke, es kann einem eigentlich überall passieren, in jeder Situation. Ich bin Wissenschaftler, so ich habe viel zu tun mit Statistik. Und dass ich weiß, dass die Straße zu überqueren ist mehr gefährlich, als hier zu warten. Persönlich, ich habe ja nicht so viel Angst. Ich finde ja, dass die Medien das sehr aufbauschen, und gerade deswegen sollte man keine Angst haben, weil dann fangen wir an, nicht mehr rauszugehen, das Leben nicht mehr zu genießen, und das ist Blödsinn. Ganz kurz kam so der Gedanke, so, boah, krass, jetzt bin ich in einer Großstadt, und, aber das war so eine Millisekunde, und dann habe ich mich auch gleich dazu gezwungen, jetzt nicht mehr so zu denken. Als ich Jugendlicher war, das war die RAF-Zeit. Da hatten wir das Thema auch schon mal. Also ein Leben ohne eine Gefahr gibt es nicht.